Jetzt greifen wir den Begriff der Funktion nochmal auf und verknüpfen das mal mit dem Kontext, aus dem Sie Funktionen kennen. In der Schule haben Sie sich mit einem speziellen Typ von Funktionen befasst, nämlich mit den sogenannten reellen Funktionen. Funktionen von, wo also die Menge der reellen Zahlen abgebildet wird auf die Menge der reellen Zahlen. Wenn Sie den Begriff Funktion hören, dann haben Sie vermutlich daran erstmal gedacht. Das ist ein Spezialfall. Vorhin unser Verliebtheitsbeispiel mit Anna, Peter und Max und so weiter, da haben wir uns auch eine Funktion hingebastelt, die hat aber nichts mit reellen Zahlen zu tun gehabt. Funktionen sind erstmal ganz allgemein definiert als Relationen, ne, von zwei verschiedenen Mengen. Es geht um zwei verschiedene Mengen, die Mengen können alles sein. Da können Sie Personen drin haben, reelle Zahlen, natürliche Zahlen, ganze Zahlen, Dreiecke, Vierecke, N-Ecke, was weiß ich. Sie brauchen einfach zwei Mengen und wenn Sie dann eine Relation haben, die links total und rechts eindeutig ist, dann haben Sie eine Funktion. Wenn diese zwei Mengen zufällig R heißen, dann haben Sie reelle Funktionen. So. Das heißt, die Relation hier ist aus folgendem Kreuzprodukt. R Kreuz R. Ja? Das ist in der Schule immer betrachtet. R Kreuz R oder manch einer sagt dazu auch R Quadrat. Das ist ein Kreuzprodukt, das kennen Sie aus der Schule. Vielleicht war Ihnen das jetzt nicht so richtig bewusst und vielleicht ist es jetzt in diesem Kontext nicht bewusst geworden, aber das ist eine Relation, ein Kreuzprodukt, dem Sie in der Schule begegnet sind. Wie kann man denn dieses Kreuzprodukt visualisieren? Richtig, im Koordinatensystem. Ja? Machen wir mal. Hier im Koordinatensystem, machen wir das mal hier hin. Das kennen Sie ja wohl aus der Schule hier, Analysis, ne? Ja. Oft hat man hier ein X dran geschrieben und da ein Y, um deutlich zu machen, ich habe zwei verschiedene Elemente, X und Y, beide aus R. Jetzt muss man hier vielleicht noch eine Skala dran packen hier, 0, 1 und so weiter. Minus 1, hier genauso. Ja, jetzt werden die Lineale rausgeholt, oder? Okay, Koordinatensystem. Was Sie hier sehen, ist letztlich das Kreuzprodukt R Kreuz R. Kreuzprodukt heißt ja, ich bilde alle geordneten Paare. Jeder Punkt in diesem Koordinatensystem repräsentiert ein solches geordnetes Paar. 1, 2 zum Beispiel ist ein geordnetes Paar aus R Kreuz R. Oder 2, 1 ist 1. Minus 1, minus 3 ist einer. Ne? So ein geordnetes Paar. Egal welchen Punkt Sie nehmen, Sie können auch Brüche nehmen. Ne? Hier 1 halb ist einer. Oder Sie nehmen, ja, wir sind ja in reellen Zahlen, wir können also auch irrationale Zahlen nehmen, zum Beispiel hier, Pi, Pi ist so ein Punkt, ne? Pi, Pi, okay. Ist also auch so ein geordnetes Paar. Okay, alle Punkte, die ganze Ebene, die Sie hier sehen, also unendlich, ne? In alle Richtungen unendlich, die ganze Ebene ist die Menge aller geordneten Paare, R Kreuz R. Eine Funktion ist nun eine Teilmenge dieser Punkte, also eine Relation, die links total und rechts eindeutig ist. Und die Punkte, die ich mir rausgreife, wenn ich eine solche Funktion visualisieren will, die male ich an. Und dann entsteht der Funktionsgraph. So, nehmen wir mal eine Funktion, die Sie kennen. Nehmen wir mal, haben wir vorhin gesagt, können wir so hinschreiben. Für alle x aus R, f von x
gleich x Quadrat. F von x gleich x Quadrat. Wie sieht der Funktionsgraph aus? Ja, okay. Zeichne es mal, ne? An der Tafel ist ein bisschen schwierig. Also, ne? Wenn man den Funktionsgraph jetzt zeichnen will, muss man überlegen, welche geordneten Paare gehören denn zu dieser Funktion? Oder allgemein gesprochen gehören zu dieser Relation. 1, 1, das geordnete Paar 1, 1 ist wohl mit dabei. Ne? Hier, 1, 1 ist mit dabei. 1, 1 ist also sozusagen in der Relation drin. Dieses geordnete Paar ist in der Relation drin. 2, 4 ist auch in der Relation drin. Aber genauso ist minus 2, 4 in der Relation drin. So, und wenn Sie alle geordneten Paare aufmalen, die in dieser Relation enthalten sind, also die letztlich in dieser Funktion sind, dann erhalten Sie ein solches Bild. Ich male alle Paare an, die in dieser Relation enthalten sind. Dann erhalten Sie eine Parabel. Funktionsgraph der quadratischen Funktion. Wenn man sich das jetzt wirklich mal als Relation aufschreibt, R, also die Relation R, ne, mache jetzt nur einen Strich hin, ist Teilmenge von R Kreuz R. Ich schreibe es nochmal exakt hin. R ist Teilmenge von R Kreuz R mit R ist die Menge all derjenigen Paare XY, für die gilt, ich kann mal hinschreiben, X Element R und Y Element R, naja, das kann man sich auch schenken eigentlich, wenn man gesagt hat, X ist Teil, R ist Teilmenge von R Kreuz R. Aber was muss für die Paare gelten? Welche Bedingungen stelle ich jetzt an diese Menge oder welche Bedingungen stelle ich an x und y so, dass die Relation entsteht, die ich hier hingemalt habe? Ja? Richtig. Ich schreibe es mal andersrum hin. Y ist gleich x Quadrat. In dieser Relation stecken all diejenigen Paare drin, für die gilt y gleich x Quadrat. Wenn Sie all diese Elemente nehmen, diese Elemente in der Relation und hier aufmalen, einfach so punktmäßig aufmalen, entsteht dieser Graph. Das ist zunächst mal eine Relation. Ja, ich habe eine Teilmenge aus dem Kreuzprodukt von R kreuz R genommen. Alle Punkte in der Menge habe ich eine Teilmenge genommen, habe sie angemalt. Ist eine Relation. Warum handelt es sich dabei auch um eine Funktion? Und jetzt möchte ich mal von Ihnen sozusagen hören, warum ist dieses Ding hier, diese Relation, warum ist die links total und rechts eindeutig? Links total ist sie, weil jedem x-Wert aus der Definitionsmenge aus R ein y-Wert zugeordnet wird. Okay. Es gibt keinen, den Sie hier unten finden. Sagen Sie mir irgendein x, für das es keinen Funktionswert gibt. Finden Sie keins. X-Quadrat können Sie immer bilden. Ja? Es gibt zu jedem x hier auf der x-Achse ein y-Wert, der hier auf dem Funktionsgraph gibt, der angemalt ist. Also ein x, also zu jedem, es gibt immer x und x-Quadrat als Element. Okay? Ja? Genau, rechts eindeutig ist es, weil es für jeden x-Wert nur genau einen y-Wert gibt, der diesem x zugeordnet wird. Egal welchen x-Wert Sie sich anschauen, Sie haben keine zwei y-Werte oder so zu diesem x-Wert. Es gibt immer nur einen. Okay, diese Funktion ist links total, zu jedem x-Wert gibt es einen y-Wert und rechts eindeutig, Sie finden zu einem x-Wert keine zwei y-Werte,
Also ist es eine Funktion. Ist diese Funktion surjektiv? Also rechtstotal? Ist diese Funktion rechtstotal? Sie schütteln den Kopf. Warum? Weil nicht alle Werte aus dem Wertebereich, ne, Funktionswerte tatsächlich sind. Nennen Sie mal einen, der kein Funktionswert ist. Ja? Minus 1. Ne? Der Y-Wert minus 1 ist niemals Funktionswert. Der ist aber definitiv hier in der Wertemenge drin, im Wertebereich. Das heißt, es ist nicht rechtstotal. Es gibt Elemente im Wertebereich, die nicht als Funktionswert angenommen werden. Nicht rechtstotal. Linkstotal bedeutet, jeder x-Wert hier, in diesem Fall jeder x-Wert, wird zugeordnet zu einem y-Wert. Ja? Jedem x-Wert wird ein y-Wert zugeordnet, aber wenn man die y-Achse betrachtet, wird nicht jeder y-Wert angenommen, das heißt nicht rechtstotal. Ist es eine injektive Funktion, das heißt, ist sie links eindeutig? Sie schütteln den Kopf, warum? Sie ist an der y-Achse gespiegelt zu den allermeisten y-Werten. Ne? Gibt es zwei verschiedene x-Werte, die darauf abgebildet werden. Also wenn ich zum Beispiel mal hier die 4 nehme, wird die minus 2 auf die 4 abgebildet, aber auch die 2 auf die 4. Das ist doch nicht links eindeutig. Ne? Wenn ich mir die 4 betrachte, dann ist doch nicht eindeutig, was links steht in dem Tuppel. Nicht links eindeutig, also nicht injektiv. Die allermeisten habe ich gesagt, weil es gibt natürlich einen hier unten. Ja. Aber links eindeutig heißt, für alle Tuppel muss das gelten. Für alle Elemente. Wir hatten ja vorhin eine All-Aussage gehabt und es gibt hier welche. Es gibt ein B aus B, zudem gibt es zwei verschiedene A's aus A. So, nicht links eindeutig. Also was Sie hier haben, ist eine Funktion, die ist aber nicht injektiv und nicht surjektiv. Nehmen wir mal folgende Zuordnungsvorschrift hier. Für alle x aus R gilt, f von x ist gleich 1 durch x. Wie sieht es damit aus? F von x ist gleich 1 durch x. Wenn ich das so hinschreibe, beurteilen Sie das mal. Wir haben jetzt ein paar Begriffe gehört. Links eindeutig, rechts eindeutig, links total, rechts total. Wenn ich es so hinschreibe, was passiert dann? Ja. Warum muss ich da die 0 aus dem Definitionsbereich? Weil es kein y-Wert dazu gibt, genau. Ich kann ja nicht durch 0 teilen. Es gibt zu einem Element aus dem Definitionsbereich kein zugehöriges Element aus dem Wertebereich. Die 0 kann ich nicht zuordnen. Also der 0 kann ich nicht zuordnen, die 0 kann ich nicht abbilden. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt so hinschreibe, oder anders, R sind alle xy mit x-Element R und y-Element R und y gleich 1 durch x. Dann gibt es kein Tuppel, bei dem links die 0 steht. Wenn hier die 0 steht, finde ich keinen y-Wert, keinen zugehörigen. 1 durch 0 gibt es nicht. Ja?
Das heißt, ich wäre hier nicht links total. Es gibt ein Element aus der linken Menge, zu dem es kein Element aus der rechten Menge gibt, sodass sie gemeinsam ein Tuppel sind in dieser Relation. Nicht links total heißt nicht Funktion. Wenn Sie das so hinschreiben, ist keine Funktion. Dann dürfen Sie eigentlich gar nicht so hinschreiben. Also was machen wir? Sie hatten schon vorgeschlagen, wir nehmen die 0 raus. Ne? Wir nehmen die 0 raus. Also wir sagen hier R ohne die Menge mit der 0. Hier die Menge R ohne die 0. So. Also wenn ich das Problem mal habe, dass ich nicht linkstotal bin mit meiner Relation, dann kann ich die ja ganz einfach linkstotal machen, indem ich einfach nur diejenigen Elemente nehme, für die es tatsächlich ein rechtes Element gibt. Ja? Also ich streiche alle bösen Elemente raus und schon bin ich linkstotal. Jetzt bin ich linkstotal. Ich bin sogar rechts eindeutig. Das heißt, ich habe eine Funktion jetzt. So. Wenn man den Graph mal hinmalt, f von x gleich 1 durch x, wie sieht der Graph aus? Na, f von x gleich 1 durch x, wie sieht der Graph aus? Ich sehe lauter Hände, die so machen und so und so. Ja, machen wir uns mal ein paar Punkte hin, oder? 1, 1 ist mit drin. Also wenn x 1 ist, dann ist y 1 durch 1. Wenn x 2 ist, ist y 1/2. Wenn x 4 ist, ist y 1/4. Wenn x 1/2 ist, dann ist y 2 und so weiter und so weiter. Sie sehen, es entsteht eine Hyperbel. Ja? Und das Ganze ist hier gespiegelt. Ich weiß nicht, ob ich das so freihandmäßig hinkriege. Naja, nicht ganz, ne? Aber Sie wissen, was ich meine. Hyperbel. So. An dem Bild, und dieser Punkt hier, der ist ausgenommen. Den gibt es nicht im Definitionsbereich. Das heißt, wir sind trotzdem linkstotal. Linkstotal, allen Elementen hier auf der x-Achse wird ein y-Wert zugeordnet, außer diesem einen hier. Und den haben wir rausgenommen aus dem Definitionsbereich. Das heißt, wir sind linkstotal. Und wir sind rechts eindeutig, weil Sie finden keinen x-Wert hier, dem zwei verschiedene y-Werte zugeordnet werden. Sind wir denn hier mit unserer Funktion injektiv? Also sind wir links eindeutig? Ja? Jetzt haben auch die Minuswerte einen x-Wert, okay. Aber das zielt weniger auf das Problem links eindeutig, sondern eher also weniger auf injektiv, mehr auf surjektiv. Ne? Aber erstmal injektiv, sind wir links eindeutig? Anders gesagt, gibt es y-Werte, zu denen zwei verschiedene x-Werte gehören? Wir sind eindeutig in alle Richtungen. Okay, ja, Sie haben recht. Ne? Ist auch links eindeutig. Sie finden keinen y-Wert. Bei der Parabel hatten wir einen y-Wert mit zwei verschiedenen x-Werten, ne? Wo diese Tuppel dann letztlich in der Relation waren. Jetzt finden Sie keinen y-Wert, zu dem es zwei verschiedene x-Werte gibt. Finden Sie nicht. Also ist injektiv. Ist es auch surjektiv? Ist die Funktion surjektiv? Wer ist für ja, diese Funktion ist surjektiv? Wer ist für Nein? Oh, und die anderen? Was war nochmal subjektiv? Ist die Funktion rechtstotal? Werden alle y-Werte erwischt? Sind alle Werte aus dem Bildbereich tatsächlich Bilder? Aus dem Wertebereich tatsächlich Bilder? Ja. Genau. Die 0 ist kein y-Wert. Ne? Also die 0, zu der 0 gibt es keinen x-Wert, der auf die 0 abgebildet wird. Also auch nicht surjektiv. Wie kriegen wir es surjektiv? Genau. Ja, wir sagen, das hier ist eine Relation. Die Relation ist Teilmenge von R
ohne die 0, Kreuz R ohne die 0. Und damit haben wir eine bijektive Funktion. Ja, also man kann ja ein bisschen rumbasteln, um sich dann wieder schön zu machen, ne? Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ich zeichne Ihnen jetzt noch was anderes auf. Machen wir noch ein zweites Koordinatensystem. Ich zeichne Ihnen mal noch eine Relation auf. Ich mache das Koordinatensystem mal ein bisschen größer. Haben wir mal hier die 1, da die minus 1. Hier die minus 1, da die 1, so. Und jetzt Freihand zeichnen, bin ich ganz schlecht. Ja, naja. Ich habe Ihnen hier eine Relation hingemalt, wenn Sie so wollen. Als Teilmenge von R kreuz R. Ne? R kreuz R sind alle Punkte in der Ebene. Alle Punkte in diesem Koordinatensystem gehören zum kartesischen Produkt R kreuz R. Und ich habe Ihnen jetzt ein paar davon angemalt. So, das soll ein Kreis sein. Okay? Klar. So. R ist gleich die Menge all der xy, für die was gilt. Ich hätte jetzt gerne eine formale Beschreibung dieser Relation. Wie kriegen wir das hin? Wie könnte ich diese Punkte hier formal beschreiben? Ich habe hier irgendwo so ein xy. So. Was gilt denn für diesen Punkt und für alle anderen ebenfalls hier auf der Kurve, was für alle anderen, die nicht angemalt sind, nicht gilt. So, das müssen wir jetzt rauskriegen, ne? Was gilt denn für den? Welche Eigenschaft haben denn alle Punkte auf einem Kreis um den Mittelpunkt M mit Radius R für eine Eigenschaft. Was haben denn alle Punkte auf einem Kreis für eine Eigenschaft? Die alle anderen Punkte nicht haben. Moment, ja, Sie vielleicht? Ja. Hm? Achso. Haben alle den gleichen Radius? Ja, der Kreis hat den Radius. Was haben die Punkte? Wovon? Vom Mittelpunkt des Kreises, genau. Alle Punkte auf dem Kreis haben denselben Abstand vom Mittelpunkt des Kreises. Das ist der Radius hier. Wenn wir den Radius mal reinzeichnen, R, der ist in unserem Fall 1, ne? Wir haben hier den Einheitskreis. Nur ein Beispiel, kann man auch allgemein machen, aber hier haben wir einen Einheitskreis genommen. Also alle Punkte hier auf dem Kreis haben den Abstand 1 vom Mittelpunkt. Wie schreibe ich das denn da rein? Ich könnte es ja reinschreiben, alle xy, die den Abstand 1 haben, aber das kriegen wir so formal nicht schön hin. Ne? Wie macht man das formal? Ideen. Vielleicht zeichnen wir uns noch was ein. Ja? Ja, genau, Steigungsdreieck, ne? So, Steigungsdreieck eingezeichnet. Was hilft uns das Steigungsdreieck? Ja?
x können wir hier machen, ne? So. Hier haben wir unser y, okay. Da könnten wir jetzt mit Sinus und Cosinus arbeiten. Ja, da war irgendwas, rechtwinklige Dreiecke, ne? Ja, ja. Mit dem Satz des Pythagoras, ne? Genau. So. Ich habe jetzt hier eine Relation definiert. Ich nehme eine Teilmenge aus R kreuz R, nämlich all diejenigen xy, für die x² plus y² gleich 1 ist, und die male ich an und dann kriege ich so einen Kreis. Wenn Sie jetzt irgendeinen anderen Radius hätten, dann können Sie entsprechend die 1 hier ersetzen im Satz des Pythagoras durch R². Wenn Sie jetzt hier R haben, dann haben Sie hier ein R² stehen. Okay, egal. Ich habe jetzt hier den Einheitskreis genommen und diese Punkte angemalt. Handelt es sich bei dieser Relation um eine Funktion? Was muss man prüfen? Linkstotal, rechts eindeutig. Ne? Ist diese Relation linkstotal? Sie schütteln den Kopf. Warum? Nein, weil ich ja nur Werte bis 1 einsetzen kann. Also ja, ja, genau. Sie können nur Werte bis 1 einsetzen. Ja? Es gibt keinen Funktionswert für die 2. Die 2 taucht links im Tuppel nie auf. Weil die 2 an sich ist ja jetzt eindimensional betrachtet schon zu weit weg vom Mittelpunkt. Ja? Das ist das andere Problem. Also sie ist nicht linkstotal, weil nicht jeder x-Wert hier als linkes Element auftaucht. Und? Ja, nee, und Sie haben gesagt, Sie haben ein anderes Problem angesprochen. Zu jedem x gibt es, also zu fast jedem x gibt es 2 y-Werte. Gegen welche Eigenschaft verstößt denn das? Oder welche Eigenschaft ist dadurch nicht erfüllt? Zu jedem x gibt es 2 y-Werte, zu fast jedem. Nicht rechts eindeutig. Genau. Ich kann hier ein x angeben, zum Beispiel die 0. 0, 1 ist in der Relation und 0 minus 1 ist in der Relation. Ja, 0, 1 ist in der Relation und 0 minus 1 in der Relation. Nicht rechts eindeutig. Das heißt, das Ding ist nicht linkstotal und nicht, also an sich, dadurch, dass es nicht linkstotal ist, ist es schon keine Funktion, kann man schon aufhören. Wenn man sagen soll, ist es eine Funktion, kann man sagen, nein, nicht linkstotal. Aber sie ist zusätzlich auch noch nicht rechts eindeutig. So. Also auf gar keinen Fall eine Funktion, wenn man so will. Jetzt basteln wir uns das Ding mal so zurecht, dass es zur Funktion wird. Was muss ich ändern? Ich muss die beiden Mengen ändern, ne? Wahrscheinlich. Unsere linke Menge. Ja? Ja, alle R zwischen 0 und 1. Alle R zwischen 0 und 1? Alle Elemente im Intervall von 0 bis 1, meinen Sie das? Von minus 1 bis 1, genau. Also das kann man so schreiben, das ist auch eine Menge, hier ist ein Intervall von minus 1 bis 1. Ja? Intervallschreibweise sind alle Elemente von minus 1 bis 1. Und auch von minus 1 bis 1, ja? Genau. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich den oberen Halbkreis betrachte oder den unteren Halbkreis. Ich kann jetzt nicht wieder von minus 1 bis 1 gehen. Dann wäre ich zwar linkstotal, aber nicht rechts eindeutig. Ne? Also zum Beispiel von 0 bis 1. Oder ich könnte auch Folgendes machen. Schauen Sie mal, könnte ich auch Folgendes machen. Nur die positiven R einschließlich der 0. Könnte ich auch machen, ne? Es ist weiterhin rechts eindeutig. Halt nicht rechts total. Okay, ist kein Problem bei Funktionen. Ne? Muss nicht rechts total sein. Nur, wenn ich es gerne surjektiv hätte.
Okay, injektiv werden wir das mit der Methode nicht kriegen, weil es zu einem und demselben y-Wert in der Regel zwei verschiedene x-Werte gibt. Also links eindeutig, dann müssten wir uns wirklich auf so einen Viertelkreis beschränken, entsprechend. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich schreibe ihm wieder in das Wiki rein, welche Videos Sie bis nächste Woche bearbeiten sollen und welche Aufgaben.